Hallo liebe 09-Fans, ich grüße euch ganz herzlich aus unserem Wohnzimmer, aus dem Lorheide-Stadion, in dem wir am vergangenen Sonntag 2:1 gegen die U23 vom FC Schalke 04 gewinnen konnten und uns damit auf dem 6. Tabellenplatz der Regionalliga West springen konnten. Morgen steht für uns das Gastspiel am Karnevalssamstag bei der U21 vom 1. FC Köln auf dem Programm. Und auch da hoffen wir natürlich mit eurer Unterstützung, den nächsten Dreier einfahren zu können, um uns in der oberen Tabellenhälfte festsetzen zu können. Was Emre Demircan und Manuel Gluvac zu der Partie am morgigen Karnevalssamstag sagen, das seht ihr jetzt. Emre, letzte Woche 2:1 gegen Schalke und vor allen Dingen dein erster Auftritt für die SG 09, 20 Minuten beim Sieg mitgeholfen. Beschreib mal das Gefühl für die 09er zu spielen bzw. gleich so erfolgreich zu sein. Ja, besser kann man in die Rückrunde auch nicht starten. Ne? Für mich ist das auch natürlich mein erstes Regionalligaspiel. Und dass ich sofort mit dem Sieg starte, ist natürlich umso besser. Manu, 2:1 gegen Schalke letzte Woche. Morgen geht's in deine Heimat, SFC. Was sagst du zum Spiel bzw. was erwartest du morgen? Ja, ich glaube, es wird für uns ein schweres Auswärtsspiel. So wie ich gehört habe, kommen auch ein paar Fans, weil die nicht zum Profispiel nach Leipzig fahren. Ja, die haben jetzt verloren 3:2 in Siegen. Ich denke mal, dass die auch eine Reaktion zeigen wollen, aber wir müssen uns nicht verstecken. Wir haben hier 2:1 gewonnen und wollen den nächsten Dreier einsacken. Wiedergutmachung angesagt nach der 0:1 Heimniederlage in der Hinrunde? Ja, so bewusst ist das jetzt nicht, aber das Spiel war natürlich unnötig von unserer Seite. Wir hatten am Anfang gute Chancen, in Führung zu gehen. Da haben wir natürlich einen Elfmeter blöd verloren, aber wir gucken nur nach vorne und wollen morgen das Spiel gewinnen. Wir sehen uns morgen. Alles danke. Okay. Morgen nach Köln, was erwartest du da für ein Spiel? Wollen wir wieder 3 Punkte sicherlich versuchen einzufahren? Ja, wie ich mitbekommen habe, hat Wattenscheid ja im Hinspiel 1:0 verloren, unglücklich. Und ich finde, wir haben noch eine Rechnung laufen. Und ich hoffe, ich gewinne das Spiel und nehme die 3 Punkte mit nach Wattenscheid. Alles klar, vielen Dank, wir sehen uns morgen. Bis morgen. Ciao.